So Leute, für den Mai brauchen wir noch eine Spielevorschau. Die mal zusammen angucken, diesmal wieder von GameStar. Wie immer, wenn euch was gefällt und ich nicht besonders drauf eingehe auf das Spiel, schreibt es gerne unten rein, dann gucken wir mal auf den Kanal das bringen. Ansonsten jetzt viel Spaß, ich schwebe, jawohl, man sieht den Titel hoffentlich und es geht los. Willkommen zur Monatsvorschau im Mai. Bei den neuen Spielen geht's am 2. Mai direkt mit Redfall von den Arcane Studios los. Wahlweise allein oder zu viert im Koop kämpfen wir uns hier durch eine amerikanische Küstenstadt, die von Vampiren überrannt ist. Vier Spielfiguren mit teils übernatürlichen Fähigkeiten stehen zur Auswahl und neben der Hauptkampagne gibt's in der Open World auch einen Haufen an Nebenaktivitäten wie kleinere Dungeons und Quests. Redfall landet zum Release übrigens gleich im Game Pass für PC und Xbox Series X und S, läuft auf den Konsolen aber leider erstmal nur mit 30 FPS. Das ist eigentlich selten, dass noch was mit 30 FPS läuft. Moment. Ich habe keine Konsole, keine aktuelle, ich kann es nicht sagen. Von daher weiß ich nicht, ob das ein wichtiger Hinweis ist. Ist jetzt nichts für mich, irgendwie holt mich das nicht ab, das Spiel. In Showgunners finden wir uns in einer dystopischen Reality-TV-Show wieder, in der wir ums blanke Überleben kämpfen. In XCOM-artigen Kämpfen schalten wir aber nicht nur andere Teilnehmer aus, sondern müssen auch wichtige Care-Pakete finden und den fiesen Fallen der TV-Regie zuvorkommen. Eine Demo ist übrigens jetzt schon über Steam verfügbar. Können wir mal reingucken in die Demo, aber irgendwie... Weiß ich nicht, vielleicht. Na, vielleicht. 9 Jahre nach Age of Wonders 3 und fast 4 nach dem Sci-Fi-Ableger Planetfall kehrt die Serie ihren Fantasy-Wurzeln zurück. Allerdings können wir uns diesmal unsere Völker aus einem großen Baukasten selbst zusammenbasteln und so für mehr Abwechslung und Wiederspielwert sorgen. Außerdem gibt es auf den prozedural genannten fliegender Drachenorg Dämonen, die dynamisch auftreten und uns cool, vor einige knifflige Entscheidungen stellen. Hat sich jetzt gerade ganz cool angehört, selber verrassen so zusammenstellen, aber das Ding ist halt Action Strategie, so Strategie ist halt für einen Kanal jetzt nicht wirklich, ne? Also ich weiß nicht, ich mag es auch nicht unbedingt so spielen Strategie, außerdem ist langatmig, da wüsste ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir es bringen. Aber interessant, cool, dass es so wieder weitergeht bei dem. Der Super Dungeon Maker des deutschen Entwicklerstudios Firechick verlässt nach einem Jahr den Early Access auf Steam und erscheint dann auch gleich noch für die Nintendo Switch. Wie der Name schon verrät, bauen wir hier Dungeons mit Fallen und platzieren Gegner und stellen die dann anderen Spielern online als Herausforderung zur Verfügung. Okay. Durch die Crossplay-Funktion können wir demnächst dann auch unsere Kreationen unterwegs auf der Switch weiterbauen. Eine lustige Idee. Die Version 1.0 bekommt außerdem noch eine Reihe an neuen Features, um noch komplexere Dungeons zu erschaffen. Also keine neue Idee, aber eine lustige Idee. Und wenn das bloß ein paar Öcken kostet? In dem märchenhaften Fantasy-Abenteuer Ravenlock spielen wir ein Mädchen, das durch einen magischen Spiegel in ein unterdrücktes Fantasy-Reich fällt. Um hier die tyrannische Königin zu stürzen, erledigen wir Quests, lösen Rätsel, rüsten uns mit starken Zaubern aus und stellen sogar unser Geschick im Brauen von Tränken auf die Probe. Oh, das ist ja auch ein bisschen... Ravenlock übrigens direkt zum Start in den Game Pass. Minecraft-Style, jedenfalls ganz klein wenig gerade eben die Gegner oder die komischen... Ja, hier, ne? So. In Death or Threat spielen wir den kleinen Geist Scary, der nicht nur eine Süßigkeitenfabrik leitet, sondern es sich auch zur Aufgabe gemacht hat, Halloween zu retten. In alter Roguelite-Manier kämpfen wir uns durch Reihen an Gegnern, verlieren aber beim Ableben jeglichen Fortschritt bis auf spezielle Upgrades und Fähigkeiten. Ja, wie halt immer. Nee, will meinen Controller nicht crashen. Darkest Dungeon 2 ist schon seit 2019 das war letztes Monat. Im Early Access spielbar, soll die Testphase aber am 8. Mai verlassen. Der Nachfolger zum düsteren Fantasy-Hit von 2016 ist aber nicht Monat ganz schon. So knallhart, wie es noch der erste Teil war, da auch das rundenbasierte Kampfsystem etwas simpler gestaltet wurde. Es gibt aber auch Neuerungen wie das Affinitätssystem. Das erlaubt es uns, unser Team zu managen, um Spannungen zwischen den Mitgliedern zu vermeiden. Oder zu fördern. Das sieht ja jetzt aus wie hier Dorfromantik, aber nicht ganz so cool.
Ama greift das Spielprinzip von Dorfromantik auf und lässt uns passende Landschaftshexagone aneinander rein, dann lieber Dorfromantik, kleine Gemeinden hochzuziehen. Das habe ich auch gezockt. Zwischendurch gibt es auch immer mal Quests, die bestimmte Kombinationen der Weltkacheln voraussetzen. Außerdem sollen Gebäude-Upgrades für Motivation sorgen. Ausprobieren könnt ihr das übrigens auch jetzt schon, denn zu Panorama gibt es eine Demo. Oh, die Schreibweise, oder? Oh, nee. Also mich stört es halt ein bisschen, dass ich finde es auch gut, dass da Leute dann andere Spiele nachmachen, weil dann heißt es ja nicht, dass sie es nur nachmachen, sondern auch eigene Ideen einbringen. Ne? Im besten Fall eigentlich, dass man auch ein bisschen was anderes mal wieder sieht und nicht nur sagt, okay, es gibt jetzt Command & Conquer und das war's, sondern ich mache halt noch was anderes so in der Richtung, aber es ist halt nicht nur eine Kopie. Da finde ich aber jetzt aber, also der Soundtrack von Dorfromantik war unglaublich schön, ist unglaublich schön, da haben sie auch nochmal aufgebohrt mit Updates und so weiter, es gab mehr Soundtracks. Und dann kam irgendwann eine Herausforderung dazu, das hätte es gar nicht gebraucht, aber die Grafik war so schön, einfach ein bisschen simpel auch, aber auch schön. Hier finde ich es schwierig, hier sieht es halt echt aus wie ein Browser-Game fast schon. Aber man will jetzt da nicht voreilig sein, hat vielleicht auch was, vielleicht gucke ich mal rein. Hat er gerade gesagt, es gibt eine Demo? Oh, auf Steam. Glaub nicht, ne? Na, dann lieber doch. Dann schließe ich lieber mit euch Dorfromantik eine Runde. Torchlight Infinite verlässt nach mehr als einem Jahr endlich den Early Access und erscheint dann auch für mobile Geräte. Zu den Neuerungen gehört nicht nur die neue Heldin Escapist Bing, sondern auch ein Handelshaus, ein überarbeitetes Beutesystem sowie die neue Saison der Würfel der Habgier. Auf Steam kam das Spiel übrigens zunächst sehr durchwachsen an, hat sich aber in der Gunst der Nutzer durchaus in den letzten Monaten hochgekämpft. Das heißt ja schon mal was. In der neuen Erweiterung Tours and Tournaments für Crusader Kings 3 können wir große Turniere und Hochzeiten veranstalten und danach natürlich auch selbst an ihnen teilnehmen. Dazu gibt es ein neues Reisesystem, ist das ein Sims? Das uns entweder langsam und sicher oder aber schnell und riskant ans Ziel bringt. Für unsere Streitkräfte gibt es zudem neue Rüstungsdesigns und spezielle Auszeichnungen, die verschiedene Boni gewähren. Huch, das ist ja unerwartet brutal gerade. Mechabellum ist auf Steam eigentlich schon in einer Testphase spielbar, zu der ihr euch auch immer noch über die Steam-Seite des Spiels anmelden könnt. Der offizielle Startschuss für den Early Access fällt allerdings erst am 11. Mai. Wie lang der futuristische Auto-Battler dann wiederum im Early Access bleiben soll, wissen wir noch nicht. Allerdings sorgt das Spiel schon jetzt für viel Aufmerksamkeit und Begeisterung. Ja, wurde ziemlich spannende taktische Herausforderungen sorgt, gut aussieht und uns mit vielen Upgrade-Optionen und Einheiten immer wieder vor schwierige Entscheidungen stellt. Wurde ziemlich gepusht, ne? Auch von Streamern und sowas, weiß ich nicht. Teilweise etwas überschwänglich. Aber gut. Zu den absoluten Spiele-Highlights im Mai gehört zumindest ohne das Switch-exklusive The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Der Nachfolger zu Breath of the Wild. Ich möchte es gerne spielen, aber ich habe das normale Zelda, wollte ich schon sagen. Breath of the Wild, genau. Ausgeliehen, Arbeitskollegin und ich mag Rollenspiele. Ich konnte nicht. Es ging nicht. Es hat mich nicht abgeholt. Dessen neue Ansätze fort. Es gibt also natürlich auch wieder eine Open World, aber auch einige neue Features. Zum Beispiel neue Waffen wie den Speer und die Handkanone. Zudem gibt es auch eine neue Fähigkeit, mit der ihr verschiedene Gegenstände kombinieren könnt, um sie noch stärker zu machen oder ganz neue Gerätschaften bauen könnt. Dazu gibt es übrigens gerade bei Game 2 ein richtig gutes Video, was sie damit meinen, neue Gerätschaften und so weiter. Das ist ziemlich krass, was sie da machen oder gemacht haben bei der Entwicklung von Spiel. Also es ist ziemlich cooler neuer Weg. Das ist schon interessant. Die Definitive Edition von Age of Empires 2 bekommt mit Return of Rome ihre vierte große Erweiterung. Und die ist was ganz Besonderes, denn sie bringt 17 bekannte antike Zivilisationen aus Age of Empires 1 in den Nachfolger. Außerdem gibt es noch eine zusätzliche Zivilisation und es gibt drei neue vollverdammte Kampagnen. Hier braucht man denn... Im Puzzlespiel Humanity spielen wir einen kleinen Hund, der für das Schicksal der Menschheit verantwortlich ist. Denn in den 90 Leveln sollen wir umherirrende Menschen zu einer Lichtsäule führen und sie ähnlich wie im Klassiker Lemmings vor dem Tod bewahren. Natürlich wird dieses Unterfangen aber durch etliche Fallen und Hindernisse gehörig erschwert. Der Level-Editor erlaubt uns außerdem, eigene Prüfungen zu erstellen und die dann mit der Community zu teilen.
Zudem wird Humanity auch einen VR-Modus bieten, sowohl am PC als auch auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Ah. Und wenn wir schon bei VR sind, machen wir gleich bei der Fortsetzung Another Fisherman's Tale weiter. Okay, hier steuern wir Nina, die Tochter des Protagonisten aus dem ersten Teil, und erforschen die Vergangenheit unseres Vaters. Wir erleben ein Abenteuer, bei dem wir oft erst herausfinden müssen, was nun echt und was erfundenes Seemannsgarn ist, während wir Umgebungsrätsel lösen und so Geschichten vorantreiben. Deine Hand. Lustiges Spiel, kenne ich gar nicht. Kann man leider auch nicht spielen. Kein VR. Firmament ist der spirituelle Nachfolger von Myst und führt uns in eine mysteriöse Steampunk-Welt. Wir erforschen drei Reiche, in denen wir viele Rätsel lösen und Geheimnisse lüften. Sieht ganz cool aus. Wir haben dabei möglichst viele Komfortfunktionen eingebaut, um Motion Sickness im VR-Modus vorzubeugen. Das Abenteuerspiel kommt nämlich für alle gängigen VR-Brillen raus, später dann auch noch für die PlayStation VR 2. Es kann aber auch komplett ohne VR gespielt werden. Vielleicht? Mal schauen, wie es sich entwickelt. Das Koop-Spin-Off The Outlast Trials startet nach einer längeren Verschiebung im Mai endlich in den Early Access. Ja, aber Koop diesmal halt. Diesmal spielen wir aber keinen Reporter, sondern werden während des Kalten Krieges entführt und Teil eines perfiden Experiments. Wie von Outlast gewohnt, müssen wir uns vor Gegnern verstecken, Rätsel lösen und unbeschadet einen Weg rausfinden. Mit dem Unterschied, dass schon wir cool. die Tortur diesmal im Koop-Modus für bis zu 4 Spieler erleben können. Also Outlast habe ich gar nicht gespielt, habe es nicht alles durchgeschafft. Den zweiten Teil habe ich bis jetzt immer noch nicht ganz durch. Aber den hätte ich auch gebracht. Aber irgendwann war mir dann klar, okay, es ist Koop. In den Monaten. Ja, können wir wahrscheinlich schlecht bringen. In I Am Future Cozy Apocalypse Survival wachen wir nach 6 Jahren Schlaf auf einem Wolkenkratzer auf und die Welt scheint währenddessen längst untergegangen zu sein. Während wir also unser Überleben sichern und ein kleines Camp auf dem Dach errichten, versuchen wir auch mehr darüber zu erfahren, was die letzten Jahre passiert ist. Sieht aber auch sehr, also es sieht auch wie das... Also es ist jetzt nicht mein Balken, der vor dem mitsingen Untertitel da ist, oder ne, GameStar. Sieht sehr nach Browser-Game aus, aber irgendwie lustig. Weiß nicht, vielleicht ist es sowas für zwischendrin mal, weiß ich noch nicht. Ich muss mich ja mal merken, Grafik holt mich nicht ab, aber vielleicht irgendwie dieses charmante, witzige. Mal gucken. Lego 2K Drive sieht im ersten Moment aus wie ein... Das wurde ja schon gelobt, Racer, ne? Doch unter der Haube steckt noch einiges mehr. Zuallererst gibt es nämlich eine offene Spielwelt mit vielen Rennen, Minispielen und Herausforderungen. Okay. Neben der Hauptkampagne gibt es zudem auch Couch- und Online-Koop, wie auch klassische Multiplayer-Rennen. Zudem können die Fahrzeuge je nach Strecke ihre Form ändern, sich also beispielsweise vom Auto in ein Boot verwandeln. Abgedreht, aber okay. In Soul Delivery liefern wir als kleiner Roboter ein mysteriöses Paket aus. Während unserer Reise erfahren wir mehr über die Spielwelt und treffen sogar Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken. Mhm. Schnelle Reflexe braucht man als Entwickler aber nicht, da es sich um ein entspanntes Abenteuer, gespickt mit einigen Rätseln, handeln soll. Okay. Also die Grafik holt mich sehr ab, das Setting. Aber ich weiß nicht, es klingt jetzt ein bisschen langweilig. Mal gucken. Die erste Erweiterung für Victoria 3 heißt Voice of the People und stellt Frankreich in den Mittelpunkt. Dabei soll es über 60 neue historisch reale Charaktere und Anführer geben, die uns vor Herausforderungen stellen und Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Zudem gibt es auch eine ganze Reihe an neuen Bauwerksgrafiken und Ereignissen. Ja, wir wollen unsere Missgabe im Bereich hier runter. In Chronicles kommt im Mai ein neues Taktik-Rollenspiel von den Machern von Mutant Year Zero Road to Eden. Erneut geht es an eine postapokalyptische Zukunft, allerdings steuern wir diesmal den jungen Elvis und seinen Roboterbruder und können dabei auch das namensgebende Miasma beeinflussen. Gekämpft wird in klassischen Runden, während wir vorher die Welt in Echtzeit erkunden. Also die Pixel... Die Kämpfen und der Charakter. Shader und alles sieht richtig gut aus. Aber mir hatte was, ein Roboterbruder? Was? Muss ein Vorgänger gespielt haben. In der Progression steht dabei besonders die Story im Mittelpunkt. And if you do, interessant, erste Mal.
Was so ein kleiner Pup? Amnesia the Bunker will uns im Vergleich zum Vorgänger viel mehr Freiheiten geben. Zum einen setzen die Entwickler diesmal auf eine halboffene Spielwelt und zum anderen soll es auch verschiedene Möglichkeiten geben, unseren Weg durch die Bunkeranlage zu bahnen. Ja, hätte ich ja nicht gedacht, dass die nochmal mit einsteigen, weil die wurden ja, Amnesia wurde immer gelobt. Es war schon sehr speziell, ne? Aber den letzten Teil, den sie rausgebracht haben, der wurde ja zerrissen. Also das muss man auch erstmal schaffen. Wenn man gut abgeliefert hat, immer vorher. Und jetzt dann nochmal einsteigen, hätte ich echt nie gedacht. Denn als französischer Soldat in Reclamont müssen wir während des Ersten Weltkriegs aus der unterirdischen Anlage entkommen und uns dabei auch gegen eine Bestie wehren. Also ich habe alle Teile gespielt, bis auf den letzten, der halt nicht so gut ankam. Schon anstrengend, aber cool. Warhammer 40k Bolt Gun richtet sich ganz klar an Shooter-Fans der ersten Stunde. Ja, nee. In charmanter Pixel-Optik stürmen wir hier nämlich durch 27 Level und schießen alles zu Klump, was nach Dämonen, Chaos und Aliens aussieht. Wie für Retro-Shooter üblich, gibt es immer noch ein Ding, Geheimnisse zu entdecken. Kurz vor Redaktionsschluss für dieses Video gab es noch einen konkreten Release-Termin für das kommende Adventure Star Trek Resurgence, von dem wir bislang nur wussten, dass es irgendwann im Mai rauskommen soll. Jetzt ist der Termin der 23.05. Der Titel wird von ehemaligen Telltale-Entwicklern produziert und spielt sich daher auch ähnlich wie die Telltale. Jetzt wird's interessant. Interaktiven Spiele des inzwischen aufgelösten und wieder neu eröffneten Studios. Denn auch hier liegt der Fokus auf Dialogen, Erkundung und vielen Entscheidungen, die den Fortgang der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Bin kein riesen Star Trek-Fan, aber ich bin irgendwann Fan, hab sehr viel geguckt, sehr vieles auch zwei, dreimal. Weiß ich nicht. Aber ich brauch's nicht unbedingt, das Universum, ne? Aber Telltale Games? In After Us schlüpfen wir in die Rolle von Gaia, um den Planeten wieder etwas Leben einzuhauchen. Dabei springen und gleiten wir durch 10 unterschiedliche Biome, laufen auch mal an Wänden entlang und sollen eine berühren. An Wänden entlang laufen kann ich auch? Also sogar, ich kann sogar dicht an Wänden entlang laufen. Ich kann auch weiter weg an Wänden entlang laufen. In der Geschichte erleben. Könnt ihr das auch? Ja, okay. Nein. Landwirtschaftssimulator 23 ist der neue Switch- und Mobile-Ableger der Serie, also kein direkter Port vom LS22. Das sieht aber düste aus. Wir können hier über 100 authentische Fahrzeuge steuern und bedienen, wobei die Mobile-Variante nur 70 davon mitliefert. Die anderen müssen über den In-Game-Shop gekauft werden. Bei der Switch-Version wiederum Im In-Game-Shop, da ist alles und er freut sich dabei. Geackert wird auf 2K freut er sich. Und erstmals, zumindest für diesen Ableger der Spielereihe, kann man auch Trauben oder Oliven anbauen. Leute, Trauben und Oliven? Ich wäre verrückt. Nach einer kurzen Verschiebung erscheint im Mai Hello Neighbor Search and Rescue für die PlayStation VR 2. Dieses Mal können wir aus einer Trauben und Oliven. Reihe von Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, um in das Haus des gruseligen Nachbarn einzudringen. Während wir heimlich einige Rätsel knacken, setzen wir alles daran, nicht erwischt zu werden und unseren Freund aus den Klauen des Mannes zu befreien. Ein Release-Datum für den PC gibt's für dieses Spiel leider noch nicht. Böser Rabe, böse Krähe, was auch immer. Das deutsche Entwicklerstudio Dedelic schickt uns im Mai als Gollum quer durch Mittelerde. Zeitlich spielt die Lizenzumsetzung kurz vor den Ereignissen von Die Gefährten. Gollum hat also den Ring schon lang verloren und verlässt das Nebelgebirge. Spielerisch hingegen erwartet uns in Lord of the Rings Gollum ein klassisches Stealth-Adventure. Ja. Get to higher ground. Der hat aber mehr Haare auf einmal. Die Zug- und Schienenbausimulation Railway Empire erschien 2018 und bekommt jetzt einen zweiten Teil. Und wie es sich für einen Nachfolger gehört, wurden viele Funktionen hinzugefügt und ausgeweitet. Zum Beispiel kleine Verbesserungen eingebaut, wie das Parallelgleis. Zudem gibt es ganze 14 verschiedene Szenarien in den USA und Europa. Neu ist dabei auch der Koop-Modus für bis zu 4 Spieler, der sogar plattformübergreifend funktioniert. Kenne ich mich zu wenig aus, dass er da Koop machen kann. Forspoken bekommt im Mai mit Intanta We Trust seinen ersten Story-DLC, der sich 25 Jahre vor den Ereignissen der Hauptkampagne abspielt und uns die Verwüstung der Fantasy-Welt hautnah miterleben lässt.
Viele Details sind zwar noch nicht bekannt, jedoch können wir mit neuen Zaubern aus Syntras Magieschule rechnen. Käufer der Deluxe Edition können übrigens schon 3 Tage früher in die Erweiterung starten. Das ist auch eine komische Mode, die jetzt damit angefangen hat, ne? Auch der dritte Teil von Polybridge fand wieder einmal. Wie lange ist dieses Spiel schon oder diese Spielart? Um statisch korrekte Brücken zu entwerfen. Neben einer Kampagne mit über 100 Leveln. Ist schon cool, ne? Also, dass es jetzt immer noch gibt. Das ist sowas fast wie. Also, für mich ist es fast schon wie Tetris, ne? Also, wir sind übertrieben, aber das ist ein Spiel, das gab's mal irgendwann, das hat mir jemand gemacht. Das war, glaube ich, sogar ein Browser-Game. Ich weiß jetzt nicht, weiß nicht hundertprozentig, aber wie das angefangen hat und alles und wie doll ich das gesuchtet habe und wie schwierig es war und wie viel Zeit ich brauchte teilweise in den hohen Leveln. Gibt es auch einen Sandbox? Das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, ne? Das war ja alles, was war anders? Durch die Implementierung des Steam Workshops können wir uns zudem grau in grau? Jede Menge Level aus der Community freuen. Krass, dass es jetzt so aussieht, ey. Also Vergleich, ne? System Shock gehört zu den wichtigsten Klassikern der Spielegeschichte. Okay. Und jetzt bekommt ich mochte das Original auch nicht so. Immersive Sim aus den 90er Jahren ehrlich, endlich ein war nicht mein Ding. Remake. Neben der modernen Grafik haben die Entwickler vor allem die Steuerung angepasst, denn das Original stammt noch aus einer Zeit, in der viele Standards für First-Person-Shooter oder Rollenspiele noch längst nicht etabliert waren. Run through my corridors. Und dann gibt's Ende Mai noch einen charmanten 2,5D-Action-Plattformer, der an die alten Tage der PlayStation 1 erinnert. Echt? Denn in Candle Knight geht es ganz unkompliziert nur darum, von links nach rechts zu laufen, während wir tödlichen Fallen ausweichen und einige kleine Rätsel lösen. Okay, ja, sieht schon sehr oldschool-mäßig aus. Außer natürlich die Grafik. Das war's jetzt aber noch nicht für den Mai, denn wie immer kommen wir zum Ende auch noch zu den Ports. Ach so. Und da geht's gleich mit Hogwarts Legacy los. Das sollte eigentlich schon. Ich glaube, da. Ja, wir laufen, lass uns laufen, aber daraus wurde ja nichts. Und wenn man bedenkt, dass die PC-Version des Spiels bis nichts Neues für uns. Mit technischen Problemen kämpft, wird es nochmal spannender, was uns da nun in wenigen Tagen auf der alten Konsolengeneration erwartet. Ja. Bleibt ruhig. Wir wissen nicht, welche Magie dafür verantwortlich ist. Wir wissen nicht, wie schlimm es ruckelt. Am 16. Mai bekommen die Current-Gen-Konsolen nicht nur eine dedizierte Version des Bus-Simulator 21, sondern auch das zeitgleich erscheinende Next-Stop-Content-Update. Eieiei. Mit kleinen Verbesserungen an der KI und dem Gameplay liegt der Fokus hier ganz klar auf dem neuen Karrieremodus. Außerdem gibt es Bus-Simulator 21 dann auch im Epic und im Windows-Store für den PC und die Verbesserungen und auch die erweiterte Spielwelt aus dem Next-Stop-Update gibt es auch auf dem PC als kostenlosen Patch. Das mag ja wohl auch sein, oder? Ein Patch kostenloses. Nachdem Tin Hearts schon im April für die Switch kam, sind jetzt auch alle anderen Plattformen an der Reihe. In dem 3D-Jump'n'Run steuern wir einen kleinen Zinnsoldaten durch 40 Level und erleben eine Geschichte über Liebe und Kompromisse, während wir auch Rätsel lösen und Sprungpassagen meistern. So, und zum Abschluss gibt's dann noch die Konsolenversion von Company of Heroes 3. Das Strategiespiel kam in der PC-Version in den meisten Tests zwar ganz gut an, wurde aber von vielen Fans auf Steam abgestraft. Auch weil für viele zu wenige Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängerspielen dabei waren. Tschüsso. Die Konsolenversion ist jetzt aber tatsächlich eine Premiere für die Serie. Und damit sind wir dann auch durch für den Mai. Schreibt uns gerne noch, auf welche Spiele ihr euch. Ja, also es gibt viele Spiele, aber nichts, was uns jetzt, also was ich jetzt gesehen habe, was ich spielen möchte, was ich mit euch auf Kanal erleben möchte. Ich habe wirklich gar nichts jetzt gehabt. Ja, das hier Voice, sondern eher so vielleicht mal reingucken, vielleicht auch nicht. Panorama weiß ich nicht, da, nee. Also ehrlich gesagt, diesmal sind wir sind zwar versorgt, ne, also wir haben jetzt keinen Stress, wir kommen auf jeden Fall weiter. Wir haben auf jeden Fall keinen Leerlauf, keinen großartigen, aber jetzt so, dass ich sage, wow, das ist, ja, aber vielleicht sagt ihr, ja, hier, guck dir das doch nochmal genauer an. Vielleicht wäre das ja doch was, obwohl du erst gesagt hast, nee. Schreibt's gerne rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Servus.